Forschung und Entwicklung bleiben eine zentrale Voraussetzung für das künftige Wachstum in Deutschland. Forschung und Entwicklung sind eine wichtige Determinante für das Wirtschaftswachstum. Sie sind Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit, für die Steigerung der Produktivität. Deshalb hat die EU sich auch das Ziel gesetzt, Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen in Höhe von 3% des Bruttoinlandsprodukts zu investieren. Deutschland liegt gemessen an dieser Größe sehr gut und hat die Forschungsintensität von 3% nahezu erreicht. Bei unseren ökonometrischen Analysen für 19 OECD-Länder in den letzten Jahrzehnten konnten wir feststellen, dass es einen engen Zusammenhang zwischen den Forschungsinvestitionen und dem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts gibt. Also wenn die Investitionen in Forschung und Entwicklung um einen Prozentpunkt steigen, dann nimmt das Bruttoinlandsprodukt um 0,05 bis 0,15% zu. In Deutschland liegt der Wert eher im oberen Bereich dieser Spanne. In Deutschland ist interessant, dass sehr viel Forschungs- und Entwicklungsausgaben auf den Bereich der Industrie entfallen, etwa 85%. Das ist wesentlich mehr als zum Beispiel in den USA, wo es etwa 70% sind. Deutlich weniger sind es in Frankreich und Großbritannien. Die wichtigste Branche bei Forschung und Entwicklung ist der Automobilbau. Ende der 90er Jahre war die entscheidende Triebkraft, waren die Investitionen in der privaten Wirtschaft. Nach 2009 waren es die Investitionen sowohl bei den Unternehmen als auch in den staatlichen Forschungseinrichtungen. Das heißt, es hat ein Politikwechsel stattgefunden. Forschung und Entwicklung im öffentlichen Bereich hat zuletzt an Bedeutung gewonnen.